Im heutigen Video ein bisschen Natur, ein bisschen Regen, ein bisschen die Lava. Mehr kann ich nicht bieten. Shinrin-Yoku oder Biophilia-Effekt. Mir ist langweilig. Alle zu. Nehme ich euch lieber mit drin hier. Die Welt unter. Ist ja ein enges Rot nicht hier. So, los geht's, Nachbarn. Und schön bis zu Ende gucken. Also, Monastir ist hier aus Bamonde. Herberge gut. Heute geht's. Wir sind 12 Kilometer oder so. Ansonsten kennt ihr ja hier beim Frühstück ja nichts mit dem Zucker überlassen. Es wird gekocht, Frühstück hier, Flohsamen, Joghurt, Banane, Zitrone, Apfel, Kupus, Tabina, Haferflocken. Ja, das ist der Vorteil, wenn man abends noch einkaufen geht. Ist wieder keiner, wie es funktioniert hier. Das sind Vollidioten, die machen hier ein Induktionsherd hin, ja. Funktioniert natürlich kein Campinggeschirr. Mich esse ja ein, es ist kalt. Kann ich ja lange an der Tür rütteln. Ist abgeschlossen. Und schon geht's wieder los. Heute mal nicht der Letzte, obwohl es schon 8:30 ist. Ich glaube, Onda heißt die Welle. Das ist offen. Senado Nativo. Es muy pesado. Ich glaube, heute kommt noch kein Regen. Wenn sie noch mal ranschreiben würden, welcher jetzt nach Miras geht, wäre ich schon zufrieden. Und der Straßenläufer Jaime wieder auf seine Kosten. Hier haben wir wieder ganz neue Optionen. Er fährt einen Zug. Ja, nicht gewusst, dass wir schon wieder auf dem Francais sind, vom Osebrerio. So was von die Schnauze voll, von dem scheiß Sprühregen hier. Sprühregen sprechen kann ich ohne mehr. Da hatte ich bloß den Schirm geklaut. Mann, hier, das ist kein Schirm, das ist. Kannst du. Ja. Das ist von da, wo es dunkel ist. Kannst du knicken hier. Aber noch behalte ich ihn. Ich habe ja keinen anderen. Und außerdem will die Kamera jetzt auf Nachtlicht wechseln, weil es so dunkel ist hier im Regen. Erst fährt der Zug links vorbei und dann fährt der Mondbus vorbei. Zwei schöne Optionen verpasst, aber ich schwört euch, in der Zur steige ich in Bus. Die Sümpfe von Galizien. Ja, vor mir zwei ganz unfreundliche Zeitgenossen. Den Gierscheißpilz soll ich mir jetzt eine neue Pfanne kaufen. Ramon, ein richtig schöner Start am LKW. Fliegt mir meine Mütze. Aber ich Vollhorst. Ich hab mich ja wieder von Heime mal reden lassen, Straße zu laufen. Ich weiß nicht, was los ist heute. Ich bin hier total aufgeregt. Total zerstreut. Sie verlassen Concejo do Guitritz. Irgendwie bin ich hektisch heute. Zerstreut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Leute in der Herberge waren irgendwie unfreundlich, laut am Morgen. Haferflocken gekauft, gab's nur die groben. Dann fängt der scheiß Sprühregen an. Das Schlimmste ist für mich, hier an der Straße zu laufen. Da drüben ist es wunderbar. Fluss, Wald. Im Wald merkst du den Sprühregen auch nicht, ja? Hast ein Blätterdach. Der Sprühregen fängt nämlich gerade wieder an. Mein Freund Arriva. Das dritte Mal hier in die Ecke stellen muss ich auch schon wieder. Ach, endlich geht's weg. Weg von der Straße. Weg von Bahngleisen. Über die Brücke in den Wald drin. Wird mal wieder entschädigt hier mit schönen Orten. So normal. Ja. Straßenlärm. Das macht einfach hektisch und krank so, ja. Brauchst keine Bücher lesen hier. Shinrin-Yoku oder Biophilia-Effekt. Mein Freund Osmani kickt, geht leider nicht, muss da oben doch lang laufen. Hier müsste er dann hoch an der Kirche, dann kommt er wieder zum Camino zurück. Pilzwiese. Schon sind wir am Tor. Freust du dich auf die Ruhe im Wald und dann läuten sich hier die Glocken. Ey, Alter, was geht mit dir? Wie heißt der See hier? Mir ist langweilig. Und ich hab Hunger. Was macht man da auf dem Camino? Chips frisch auf dem Tisch, hier die guten von Lay's mit Olivenöl, richtig lecker.
Bin ich jetzt nicht so sicher, ob ich das. Jetzt wollen sie mir Schüsse in die Buchse machen. Bei Miraz gibt's Wölfe und Salamander. Hier, kannst du Pause machen. Was soll das? Haben sie Angst, dass die Brücke geklaut wird, oder was? Das wieder schön ist. Los Caminos. Was tue ich? Javier. Also Toro hier. Con Manos. 8 meses. Oh, ist wieder alles zu hier. Aber ein Apfel könnte ich mir klauen. Nachbarn, das ist eine scheiß Hitze. Ich muss mir ausziehen hier. So, muss ich jetzt hin wegen Sex Arriba? Berge Alagoa, hier ist ja nix. Alagoa, sagen sich Fuchs und Elster, gute Nacht. Nur der Jaime hat schon wieder 2 Beine. Und dos. Ja, einer ist für mich. Mhm. Hier sind ja keine Betten. Chef vom Janssen kommt. Nachbarn, ein Glück gehabt, dass ich nie weitergegangen bin. Da jagst du keinen Hund raus. Ach, was freut mir ein Ast hier. Dass ich drin bin, nicht draußen. Nimm ich euch lieber mit drin hier, komm, in die gute Stube. Hier, Handtuch, alles mit inklusive. Ja. Zack. Handtuch mit inbegriffen, ja, das muss man zu schätzen wissen hier. Wir haben so ja, Betten für Dicke. Und hier, von Duplo hier, längste Kissen der Welt, kannst du hier. Ja, im nächsten Video dann die Camino Tischtennismeisterschaft. España contra Alemania. Reimer hat schon wieder Hunger, Herr Chefkoch. Heute gibt's kein Menü. Das sieht schon so lecker aus. Caprovecchio. Ihr verstehst ja dein eigenes Wort nicht hier. Und vor allem verstehst du nicht den Gallego-Dialekt. Ich hab was dazu, sogar zum kleinen Bierchen. Hab ich ja nichts verstanden. Ja? Franzosen reden Französisch. Die Gallegos reden Spanisch mit Gallego-Dialekt. Verstehst du nicht? Der Reimer hat sich schon gemütlich gemacht. Im nächsten Teil dann die Entscheidung im Tischtennis. Und wunderbare Natur gibt's auch zu sehen. Und es notches Nachbarn.